was bisher geschah. In einem Versuch, euch stundenlanges Grinden von fehlenden Knete und Science zu ersparen, dachten wir, wir machen ein paar Missionen offscreen, erfüllen eine kleine Mondmission und mussten dann leider feststellen, Minmus. Richtig, Minmus. Das ist eine Minmus-Sonde, die um Minmus kreisen sollte, aber zufällig in der richtigen Konfiguration war, um einen Auftrag für den Mond zu erfüllen, in dessen Orbit wir uns irgendwie verirrt haben. Bei der Anpeilung von Minmus. Das heißt, wir haben den Orbit davon erfüllt. War der hier. Ach, der ist schon rausgestrichen worden. Ja. Ja, wir wollten eigentlich um Minmus die Science machen und das. Ja, es ist dann durch entsprechende Fehler doch lustiger geworden, als eigentlich angedacht war. Deswegen tut uns das sehr leid, dass das so jetzt gekommen ist. Aber ihr kriegt jetzt den Rest mit. Wir fliegen jetzt mit der Minmus-Sonde nach Minmus mit dem Restsprit, den wir nicht auf dem Flug zum Mond verbraten haben. Ich nehme noch Wetten an. Das müsste eigentlich funktionieren. Sie ist unbemannt. Achso. Ich nehme keine Wetten mehr an. Es gibt keine Opfer diesmal. Der arme Denry, die Denry, das Denry. Was mit Bob? Hast du ihn schon wieder vergessen oder? Ach, Bob. Schnopp, Dob. Aber gut, der kommt ja irgendwann wieder. Genau, es ist ja ein Zombie, der zählt ja nicht. Aber Denry ist für immer tot. Jetzt zählt übrigens laut Tracking Center als vermisst. So, dann machen wir mal unseren Transfer-Burn. Den hatten wir schon ausgerichtet komplett, ne? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir gucken nochmal nach. Ja, wir wollten in den sauberen Kerbin-Orbit, wo wir dann den Transfer-Burn nach Minmus machen. Das heißt, wir schieben uns danach erstmal in die richtige Ebene für Minmus und dann gucken wir weiter. Meter pro Sekunde ist etwa ein 10-Sekunden-Burn in dem Setup. Also hauen wir 5 Sekunden vorher ab. Wir sind übrigens voll Hardcore, habe ich festgestellt. Wieso? Das wurde mir von einem Reddit-User gesagt. Warum sind wir Hardcore? Der meinte Respekt dafür, dass wir uns das antun, ohne Mod zu machen. Wieso das denn? Ja, keine Ahnung. Offenbar soll das Spiel schlecht sein ohne Mods. Es ist doch aber gut. Richtig, es macht doch so Spaß. Aber warum? Ja, wahrscheinlich. Also einen Mod hätte ich gerne, das wäre die Kerbal Alarm Clock, wo man dann Transferfenster und Einflussänderungen und so weiter, bestimmte Wegpunkte und so weiter sich als Alarm setzen kann und dann mehrere Missionen parallel laufen lassen kann, aber abgesehen davon würde ich keinen Mod vermissen, so wirklich. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir das Spiel immer nur ohne Mods gespielt haben, auch schon damals in der Beta. Und Schub. Achso, ja. Da war ja was. Gut, wir sind dann. Wir waren nämlich in einem umgekehrten Orbit um den Mond, weil das so verlangt war. Deswegen machen wir jetzt so rum ein Schleudermanöver, um dann uns auf die normale Bahn zu bewegen. Auf der wir jetzt eine Ascending- und Descending-Note haben. Und die ist ja gar nicht mal so schlimm, das geht ja fast. Dann machen wir das nächste Manöver parat. Du bist aber falsch, ne? Halt, wir haben das ja noch nicht rausgeschmissen. Richtig. Zack. Und ein Anti-Normal-Burn? Ich glaube. Sieht gut aus. Wartest du wieder auf die magischen 90 Grad, ja? Ja, die magischen 90 Grad. Genau die. Hier. NAN, das perfekt. Ist sauber genug. Das sind die 90 Grad.
Wenn nicht mal mehr der Rechner den Unterschied der Abweichung feststellen kann, dann ist es wohl genau genug. Weil es unendlich viele Stellen klein ist, die Entfernung von 0. Deswegen kommt wahrscheinlich noch der Name raus. Ja, weil es einfach eine Division durch 0 ist. Wer weiß. 36 Meter pro Sekunde Das geht ja auch noch. ist ja überschaubar. Ich sehe es noch, du kommst mit der Stage noch nach Minmus. Die Frage ist, ob wir in den Zielorbit treffen. Das ist ein bisschen schwieriger. Müssen wir prüfen, nachdem unsere Bahn stimmt. Ja, SES aus. Bisschen rüber. Kurzen Zeitraffer. Und dann zoomen wir mal bis zu unserem Dings. Welche Richtung bewegen wir uns überhaupt? Wir gehen hier in der Bahn rein. Bahn hier entwickelt. Okay, von der Seite. Können wir also hier hin warpen. Oder auch Kann sich nicht. aufklicken, Warp to Manöver? Bis aufs Manöver ran will ich nicht. Nicht. Das manchmal zu knapp ist. Das sah gerade lustig aus. So, jetzt können wir hier aber. Können wir nicht. Na gut, dann machen wir den klassischen manuellen Warp. Zwei Tage. Wow. 2 Tage, 2 Stunden. Ein Tag ist 5 Stunden lang. Ist ja Wahnsinn. Dass sie nur 5 Stunden für den Tag haben, oder? Ja. Das ist halt die Bahngeschwindigkeit von dem Planeten besser. Aber der 1-Sekunde-Burn haut ungefähr hin. Ja, ich würde aber den Treibstoff in den Thruster limitieren. Meinst du? Ja, wahrscheinlich. Also ich würde nur Und wenn ich nicht 50%. vollen Schub gebe, ist doch alles in Ordnung. Gut, dann ich würde so ungefähr in 2 oder 3 Sekunden burnen. Ich habe nur 20% Schub dabei. Ein bisschen zu weit gebrannt. Also geben wir einen ganz, ganz, ganz kleinen Schub in die Gegenrichtung. Da willst du nicht limitieren, nee. Jetzt limitiere, brauche ich noch länger. Mal wieder ungenau. Ach, Menno. Ja, ist ja halt voll Hardcore, wie wir hier spielen. Wir machen alles selbstständig. Schub limitieren. Ich finde übrigens das Plugin, was ich für KSP nutze, finde ich also viel besser. Aber kann sich nicht entscheiden, ob NAN oder 0,0. Immer noch besser hin. Ja, und wir sind zu weit gebrannt. Kann man fest auf NRN einspielen. Das ist definitiv NRN.
oder 0. Gut, wo ist unser Zielorbit? Satellit, spezieller Orbit. Wo ist unser Orbit? Den sehen wir erst, wenn wir das Ding zum Ziel haben in dem Zielvektor. War doch auch beim Mond. Du musst halt erstmal dich einfangen lassen. Achso, wieder 45. Ich kann nix hier anklicken. Dann musst du mal das Manöver wegmachen dann. Ist das schon weg? Achso. Ich kann nix auf der Bahn anklicken. Ja, weil wahrscheinlich das noch alles rumbackt da. Das muss irgendwie so ein Bug sein. Wahrscheinlich, weil du wirklich da... Hab's auch wie so ein Bug. Ich glaube, er gibt, wenn man wieder zurückgeht. Oh, welche gesagt, dass Speichern und Laden da helfen soll. Na, okay. Ja. Jetzt sind wir wieder. Oder macht das Ding Probleme? Nee, das ist es nicht. Aber jetzt können wir wieder klicken hier. Jetzt kriegen wir wieder ein Klickomat. Okay, dann machen wir halt mal so eine 90-Grad-Orbit-Regel. Wie war das so hier und dann da rausbrennen, ne? Ist ja fast ideal dran, ne? Ja, 120 Meter pro Sekunde, also viel haben wir auf jeden Fall noch drin, ne? Jetzt, wo kriegen wir unser Encounter? In welchem Bereich auf dem Orbit? Da kriegen wir einen auf dem Rückweg. Da haben wir eine Flucht. Das interessiert mich doch mal. Ja, eine maximale Abwehrabsicht, die auf dem Rückweg einen Mond-Encounter macht und ein Schleudermanöver zurück zum Planeten. Um da dann wiederum in einen stabilen Orbit zu. Also wie. Ja. Das ist witzig, das hat was. Da haben wir eine nähere Annäherung. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Schub, damit wir dann zum Encounter kommen, wir da hinten. Wenn wir auf der Abhose sind, brauchen wir da mehr Schub für. Und da ist unser Orbit. So, die Frage ist, in welche Richtung kommen wir rein? Minimus Escape, wir kommen in der falschen Richtung rein. Wir kommen davor, wir müssen dahinter reinkommen. Da sind wir weiter weg, also müssen wir an. Ja. Sieht doch ganz gut aus. Aber wir müssen in Gegenrichtung. Wie rum wir drum drehen? Wenn wir komplett in der falschen Richtung unterwegs sind. Das ist bei dem Orbit. Wir müssen in diesem Orbit sein, das heißt auch in die richtige Drehrichtung. Achso, meinst du, das ist so, ja? Ja. Haben bisher alle so gesagt, dass das so ist. Ich meine, man kann ja den Orbit auch schaffen mit einer anderen Drehrichtung. Wir könnten natürlich unser zweites Encounter nehmen hier hinten, wo wir von hinten rum rankommen. Das könnte helfen. Gut, andersrum, wenn ich... Ich sag mal, die NASA beauftragen würde, mir einen Satelliten hochzuschicken, würde sagen, so soll er sein, dann will ich auch, dass der sich so rumdreht.
Und nicht irgendwie anders. Also eigentlich macht das schon Sinn, oder? Ja. Da kommen weniger Schub aus. Welche Manöver? Wirklich mehr und wir müssen einen Encounter haben. Du quäl mich nicht, wo ist der Mond-Encounter? Stimmt, super. Mond-Encounter. Genau. Jetzt stellst du After-Eat-Bonbons im Kühlschrank? Ja, kann sein. Ich habe noch nie After-Eat-Bonbons gesehen, bis ich sie bei dir im Kühlschrank gefunden habe. Ja, die sind gut. Ich weiß. Und wie sie geht's, ja. Ja, jetzt sind wir auf die falsche Richtung. Aber hier haben wir eine gute Chance, auf eine andere Richtung rumzukommen. Halt, hier ist Escape, das ist die richtige Richtung. Ne, dann ist ja gut. Das ist sogar sehr gut, weil er fast unsere Bahn schnell hält, auf die wir müssen. Da müssen wir mit Normal, Anti-Normal was machen. Der Höhe. Ja, weil wir wohl nehmen müssen. In 6 Tagen 115. Das ist ein 10 Sekunden Burn. Und so viel Sprit haben wir locker noch drauf. Okay, da fliegt er mit der Kiste erstmal durch das halbe Sonnensystem. Hätte ich nicht gedacht, dass er mit der gleichen Treibstufe für den Minimax Explorer einfach nur die Kommandokapsel durch einen Drohnenkopf ersetzen. Dass wir damit zu Minmus und zum Mond kommen. Genau, mit der Stage. In einem Flug. Mit der Stage, wo wir sonst, ich sag mal, nach Minmus eingeklinkt sind. Und, ja, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich sag mal, gut, wir, selbst mit der Stage sind wir schon halb gelandet und haben sie dann halt abgeschmissen. Kurz vor Ende, ja. Obwohl der Sprit drin war. Stimmt natürlich. Jetzt sind wir noch eine Stunde entfernt von unserem Manöver. Was mal eher ungefähr 10 Sekunden, wenn wir brennen müssen. Ja, können wir 5 früher starten, vollen Burn und dann. Ja, wahrscheinlich werden es eher 8 sein, die wir brennen, aber. Also ich gehe von knapp 8 Sekunden aus. Ja. Schublimit hatte ich rausgenommen, ne? Ja. Wunderbar. Da, wir sind vorbei. Was? Noch ein bisschen Retro und dann sind wir genau drauf. Du Retro-Game-Zocker, du. Ein Retro-Burner. Genau. nicht voll der Burner, sondern Retro-Burner. Wow! Wow! Guck dir das an! What the fuck? Ich dreh doch nur die Rakete! Geil.
Allein die Drehung, weil es 0, irgendwas Meter pro Sekunde Werte sind, die wir hier abweichen. Oh, das war schon zu viel. Nee, genau, so schwenkst du in den falsch rum Orbit ein, denn, ne? Ja. Falsch rum, ne? Der Grat ist hier so schmal, dass ich jetzt nicht anfange, noch weiter rumzueiern. Wir fliegen einfach hin. Wir könnten auf halbem Weg nochmal einen Burn machen, nach oben oder unten. Also hier ungefähr auf der Apoapsis. Um damit